Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 31. Oktober. Der 31.10.2020. Heute ist Halloween und ich liege schon im Bett. Es ist 18.54 Uhr. Nein, 34. 34. Ich bin schon sehr müde, habe aber gestern gut geschlafen. Ich habe deswegen kein Video aufgenommen, weil ich schon um 17 Uhr irgendwas geschlafen. Ich war einfach so fertig von der vorigen Nacht, dass ich schon um 17 Uhr irgendwas eingeschlafen und dann auch durchgeschlafen habe bis morgens. Ich bin heute auch wieder extrem müde. Sieht man mir auch an, mein Auge. Ich habe mit Kerstin telefoniert und nochmal alles besprochen. Am Montag wollen wir bei Frau Dr. Auer anrufen, meiner Neurologin, wegen der Rückenschmerzen und der Schlafstörungen, ob ihr irgendwas einfällt. Ich nehme mittlerweile ein ganzes Terminal. Habe ich aber auch schon in den vorigen Videos. Und ich kann trotzdem jeden zweiten Tag nicht schlafen. Also hoffentlich kann ich schlafen, weil ich einfach schon irrsinnig müde bin. Ich und Sonja war heute da. Haben heute Geschenke verpackt und uns gut verstanden, uns gegenseitig genervt und viel gelacht. Und es war schön. Wir haben Kaffee getrunken, getratscht und waren draußen. Sonst war alles normal. Ich habe Christoph noch immer nicht geschrieben. Aber ich möchte es noch machen. Am Montag. Sonst gibt's nicht viel Neues. Heute ist ziemlich laut auf der Straße. Nachts, weil Halloween ist. Und einige Kinder herumschreien. Wir haben meine Haare gelockt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber ich habe ja so einen neuen Lockenstab. Und damit haben wir meine Haare gekürzt. Zwar nur ganz leicht, aber mit Haarspray hat es länger gehalten. Sie sind gewellt. Sieht man mal ganz leicht. Das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert mit dem Gerät. Sonst fällt mir nichts Neues ein. Meine Eltern tun gerade Abendessen. Meine Mutter geht dann fort. Mein Vater passt auf mich auf. Und ich versuche zu schlafen. Ja. Ein sehr kurzes Video, aber mehr kann ich nicht sagen. Corinna tut mir leid, weil ich sie gestern einige Male angefahren bin. Aber irgendwie zeigt, oder irgendwie, ich weiß nicht, ihr fehlt ein bisschen das Einfühlungsvermögen. Und sie ist dann so schnell gelangweilt. Und ich kann es aber auch nicht ändern und das führt dann immer zu Diskussionen.
Und dazu habe ich momentan am wenigsten Kraft. Ich mag Corinna immer noch, aber das stört mich schon sehr. Aber es ist nicht böse gemeint. Ich meine, sie ist jetzt 22 und das ist schwer, so viel Menschenkenntnis zu besitzen und sich so in jemand reinzuversetzen. Ich glaube, das können nicht viele 22-Jährige. Und das ist keine Kritik an sie, so, sondern so allgemein. Ich habe sie sehr gern und will sie nicht verlieren, aber ich denke, wenn ich weiterhin so müde bin, wird sie irgendwann von selbst aufhören. Aber naja, ich kann sie nicht verhindern. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.